Monaten lang gefoltert, unter anderem mit der Wasserfolter. Daraufhin sagte er aus, dass Saddam Husseins Regime Al-Qaida-Kämpfer in chemischer und biologischer Kriegführung ausgebildet habe. Eines, was wir über die Folter wissen, ist, dass ein Gefolterter seinem Folterer irgendwann das sagt, was der vermeintlich von ihm hören will. Als bei Alibi die Wasserfolter eingesetzt wurde, begann er zu reden. Aber anstatt seine Aussage zu überprüfen, brachen sie das Verhör sofort ab und meldeten eiligst nach Washington, was er gesagt hatte. Dort landete die Meldung bei den höchsten Entscheidungsträgern und es hieß: Herr Außenminister, Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Wir haben soeben die Bestätigung erhalten, dass es Kontakte zwischen Al-Qaida und Bagdad gab. Im Februar 2003 trat Außenminister Colin Powell vor die UN-Vollversammlung, um den geplanten Krieg gegen den Irak zu begründen. Ich nenne Ihnen die Geschichte eines führenden Terroristen, der sagt, dass der Irak Al-Qaida im Umgang mit diesen Waffen ausgebildet hat. Dieser führende Kopf ist glücklicherweise im Gefängnis und hat ausgepackt. Ein Jahr später stufte die CIA Alibi als unglaubwürdig ein und zog alle Berichte auf der Grundlage seiner Verhöre zurück. Also sie hatten durch die Folter zwar Informationen bekommen, aber die waren falsch. Colin Powell sagte, das sei der peinlichste Tag seines Lebens gewesen. Alle Experten sagen, dass Folter nicht der beste Weg ist, um an Informationen zu kommen. Der beste Weg ist, die Barriere zwischen Befrager und Befragten zu überwinden, sein Vertrauen zu gewinnen. Das verlangt Erfahrung, ein gewisses Talent und Geduld. Dann erzählen sie ihnen unter Umständen tatsächlich etwas Lohnendes. Und dann, von mir aus, kann man sie anklagen oder hinrichten. Die Befürworter der Folter argumentieren meist mit dem Beispiel der tickenden Zeitbombe. Das heißt, irgendwo auf dem Times Square tickt eine Zeitbombe. Wir haben den Kerl, der sie gelegt hat. Er sagt, er will einen Anwalt. Also, respektieren wir seine Rechte oder legen wir ihm, um 1 Million Leben zu retten, Strom an die Hoden? Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas eintritt, ist minimal. Selbst wenn, wer garantiert, dass der Typ auspackt, wenn er gefoltert wird? Ich glaube, wer so entschlossen ist, stirbt lieber als zu reden. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Bilder aus Abu Ghraib Mitte 2004 hielten 35% der Amerikaner Folter unter gewissen Umständen für vertretbar, wie gesagt, nach dem Erscheinen der Fotos. Das zeigt, wie durch amerikanische TV-Serien in unserer Kultur der Boden für eine Bejahung der Folter bereitet wurde. Das ermöglichte es der Bush-Regierung, Gesetze und Abkommen zu unterlaufen, ohne einen öffentlichen Aufschrei auszulösen. In einer konservativen Radiosendung verteidigte Vizepräsident Cheney die Anwendung der Wasserfolter. Would you agree a dunk in water is a no-brainer if it can save lives? Well, it's a no-brainer for me, but for a while there I was criticized as being the vice president for torture. Wir entschuldigen Folter nicht. Wir foltern nicht, Anmerkung, jedenfalls nicht gemäß unserer Definition, was nur heißt, wir bestimmen, was Folter ist. 2006 zog die Bush-Regierung mit der Forderung nach harten Verhörmethoden in den Wahlkampf, die weltweit als Folter gelten. Bush und Cheney setzten auf die Angst von Wählern und Politikern. Wenn der Kongress die Regierung nicht ermächtigte, zu tun, was immer nötig sei, wie konnten Amerikaner dann noch sicher sein? Zusätzlich zu den Terroristen in Guantanamo wurde eine kleine Zahl führender Köpfe außerhalb der USA gefangen gehalten und verhört. Das war ein eigenes Programm der CIA. In a separate program operated by the Central Intelligence Agency. Manche fragen sich, warum wir das jetzt zugeben. Manche fürchten, dass unsere Militärs und Geheimdienstleute, die diese Terroristen gefangen und verhört haben, nun für Kriegsverbrechen angeklagt werden könnten. Nur deshalb, weil sie ihren Job professionell gemacht haben. Das ist inakzeptabel. Der Präsident war gezwungen, sein geheimes CIA-Programm offenzulegen.
Das oberste Gericht hatte seine Vollmachten zur Kriegsführung eingeschränkt. In einem historischen Urteil entschied das Gericht, dass Verhöre und Prozesse von Terroristen gemäß der Genfer Konvention zu führen seien. Zu dieser Diskussion ist es gekommen, weil das Höchstgericht entschieden hat, dass wir den Artikel 3 der Genfer Konvention zu berücksichtigen haben. Der Artikel besagt, dass es keine Verstöße gegen die Menschenwürde geben darf. Das ist sehr vage. Was genau ist damit gemeint? Glauben Sie, dass Aussagen, die durch Wasserfolter, körperlichen Stress, aggressive Hunde, Schlafentzug, Entzug von Sinneseindrücken und erzwungene Nacktheit zustande kommen, Artikel 3 entsprechen? Sir, ich denke nicht, dass solche Aussagen viel Wert hätten. Herr Justizminister, denken Sie, dass Aussagen, die durch unmenschliche Behandlung erzielt werden, zulässig sind? Senator, Folgendes. Ich hätte Bedenken, wie genau man ein solches Verbot im Detail definiert. Vor allem, wer sollte es definieren? Die Bush-Regierung brachte ein neues Gesetz ein, um die Auflagen des Bundesgerichts zu umgehen. Sie wollten die Verfassung auf legalem Weg abschaffen und eine neue schreiben, aber das geht nicht. Also interpretierten sie die alte Verfassung neu. Und das Ergebnis lautet, das Handlungsrecht der Exekutive in Kriegszeiten, und dieser Krieg dauert möglicherweise ewig, ist allumfassend. Der Kongress billigte dem Präsidenten fast alles zu, was er forderte. Bush erklärte sich bereit, die Genfer Konvention zu befolgen, solange er ihren Inhalt selbst definieren kann. Ein paar Häftlingen aus Guantanamo wurde der Prozess gemacht, aber allen anderen wurde das Recht auf gerichtliche Überprüfung ihrer Haft verweigert. Hinter diesem Gesetz verbirgt sich eine Bestimmung, die Präsident Bush und jedes Regierungsmitglied, das seit dem 11. September 2001 an möglichen Verbrechen wie Folter und Misshandlung von Gefangenen mitgewirkt hat, begnadigt. Präsident Nixon hatte noch Gerald Ford für die Drecksarbeit. Präsident Bush begnadigt sich selbst. Die Begnadigungsklausel erstreckte sich nicht auf die Soldaten an der Front. Der Prozess war sehr verwirrend für mich, weil ich noch nie vor Gericht gestanden hatte. Ich begriff nur, dass mir eine lange Zeit im Gefängnis drohte. Das ist so ziemlich alles, was mir an der ganzen Sache klar wurde. Ich kam ins Gefängnis, in eine Militärstrafanstalt. Ich verlor meinen Job. Ich wurde unehrenhaft entlassen, was bedeutet, dass ich in meiner Branche nie wieder einen Job bekomme. Und finanziell hat mich die Sache einfach ruiniert. Ich bin nur froh, dass es vorbei ist und ich mit meinem Leben weitermachen kann. Kein Offizier wurde je für den Tod Dilawars verurteilt. Nach ihrem Einsatz in Abu Ghraib wurde Captain Caroline Wood in den Stab der Armee-Verhörschule in Fort Huachuca in Arizona versetzt. Was sagt das über die Absichten der höheren Führung? Sie will die Misshandlungen nicht unterbinden, sondern auf Dauer installieren. Ich halte es für wahrscheinlich, dass es weitere terroristische Angriffe geben wird. Das Argument, wir müssten unzulässige Gewalt anwenden, um amerikanische Leben zu schützen, ist in meinen Augen eine Pervertierung unserer Grundwerte und eine Gefahr für die Sicherheit unseres Landes. Wir kämpfen nicht nur, um Leben zu schützen, sondern auch um unsere Prinzipien. Es heißt, wir halten weltweit an die 50.000 Menschen in Haft. Davon sind, schätze ich, weniger als 1% Terroristen.